Noch vor ein paar Jahren war eine Familie unbezweifelte Basis einer geordneten Gesellschaft. Da war eben kurz gesagt eine Familie noch eine Familie. Heute ist das leider anders. Die allgemeinen Auflösungserscheinungen haben bedauerlicherweise auch vor dieser kleinsten Zelle der Nation nicht Halt gemacht. Das muss anders werden, meinen wir. Eine Familie muss wieder wie früher ein sicherer Hafen in dieser unsicheren Welt sein, wo jeder, Vater, Mutter, Sohn oder Tochter, wieder den Platz einnimmt, den ihm die Natur zugewiesen hat. Nicht allein auf sich gestellt dürfen sie den Lebenskampf bestreiten, sondern als harmonische Gemeinschaft. Sie müssen sein, was unser Titel sagt. Ein Herz und eine Seele. Jetzt droht die London-Grippe auch bei uns. Schon über 100.000 Tote in England. Hm. Mann, komm ich schon mal nicht zur richtigen Zeit nach Hause. Jeden Tag Punkt 4:30 stehe ich da. Nur einmal nicht. Einmal feiert man da harmlos Geburtstag von einem Kollegen. Schon? Ach, Scheiße. Das gönnen die einem einfach nicht. Keiner zu Hause, Ofen aus, eiskalt. Und das noch mitten im Winter. Das muss man sich mal vorstellen. Da treibt sich so eine Frau bloß rum. Ich will nur hoffen, dass sie überfahren worden ist. Ich meine, das wäre das Beste für Sie, oder mindestens ein Grund. Ist ja vielleicht ein Ding, mich so zu empfangen. Aber so wie die Straße überquert, würde mich das gar nicht wundern. Die wartet ja extra, bis Rot kommt und dann schnell rüber. Wird Zeit, dass die mal einen Denkzettel kriegt. Die wird sich vielleicht wundern, wenn sie als Krüppel aufwacht. Und ich kann die dann noch pflegen, das wäre ja was. Mehl steht drauf und Zucker ist drin, aber keine Streichhölzer. Hier sind Streichhölzer, das darf doch nicht wahr sein. So. Jetzt wollen wir mal sehen, wenn die kommt, ist das hier so heiß? Na, siehst du, wie das brennt? Aber ihr, das so richtig warm wird? Verdammt nochmal, warum geht denn dieser scheiß Filibus nicht an? Dann eben mit Gewalt. So. Das wollen wir mal sehen. Zack. War noch mal gut gegangen. Wieso funktioniert der denn nicht? Mach die Tür zu, es zieht. Siehst du, jetzt ist es ausgegangen. Du kommst doch immer im falschen Moment. Was machst du denn da? Was ist denn das für ein Gestank? Was soll denn das? Wenn du noch einen Ton sagst, hat dein letztes Stündlein geschlagen. Wo warst du überhaupt? Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, dass der Schweiß in Strömen fließt und dann komme ich nach Hause und was finde ich? Einen kalten Ofen finde ich.
Das ganze Haus ist ausgekühlt wie in Sibirien. Würde mich nicht wundern, wenn die Wasserrohre platzen. Geh mal da weg, wenn du kein Feuer anmachen kannst. Und dann dieser Schweinekram da. Oder machst du hier sauber? Ja, gerade als du gekommen bist, da fing es so richtig schön an. Aber du musstest ja alle verdammten Fenster und Türen aufreißen. Bei solchem Durchzug geht ja jedes Feuer aus. Wenn du diesen Knopf aufgedreht hättest, dann hätte es auch gebrannt. War der etwa zu? Da wunderst du dich, dass der Ofen ausgeht. Mach die Ofenklappe zu. Wer kommt denn auf sowas? Der muss doch Luft haben. Da wundert mich gar nichts mehr. Na, Papst, na? Hast du dich gut erholt? Nö. Das war ja endlich mal ein richtig schöner Feierabend für dich. Keiner da, der dich stört. Wie bitte? Ist aber ein bisschen kalt hier. Frierst du nicht auch? Frierst du nicht auch? Seit Stunden mache ich nichts anderes als frieren. Den ganzen Tag geschuftet und abends gefroren. Aber ich habe mich mit deinem Bundeskanzler getröstet. Der arbeitet überhaupt nicht mehr, dafür schwitzt er in Afrika. Wieso mein Bundeskanzler? Ne, wieso nicht? Hab ich den etwa gewählt? Und seitdem liegt er auf Teneriffa und hält seinen Arsch in die Sonne. Ach, was, der ist doch schon lange wieder in Bonn. Schon lange. Voriges Wochenende ist er zurück. Bloß weil sein Sohn in die Schule musste. Und weil der Barzl ihn zu sich bestellt hat. Dein Vater kann nicht mal einen Ofen anmachen. Ist das Feuer ausgegangen? Ja, glaubst du etwa, ich hätte es ausgepinkelt? Alfred! Wieso soll der Ofen ausgegangen sein? Bei deiner Mutter, das ist doch die Zuverlässigkeit in Person. Hast du mal gesehen, was die alles kontrolliert, bevor sie das Haus verlässt? Alle Fenster zu, Wasserhähne dicht, Strom abgeschaltet, der Hauptgashahn. Also ich bin es kalt hier. Frierst du nicht? Ah, die brauchst du gar nicht erst zu fragen, der hat ein schlechtes Gewissen. Gar nicht, warum denn? Warum denn? Hab ich den Ofen ausgehen lassen? Das ist doch nicht so schlimm. Deshalb stirbt man doch nicht gleich. Nur weil du es nicht fertig bringst, einen einfachen Ofen wieder in Gang zu bringen, machst du ja so ein Theater. Geh mal weg, dann zeige ich dir mal, wie man so einen Ofen anmacht. Was meinst du, wo ich schon überall Feuer gemacht habe? Ich mach dir Feuer bei Wind und Wetter, ohne Streichhölzern, ohne Papier, nur mit Laub und Gras. Aber ich lasse das Feuer auch gar nicht erst ausgehen. Das ist überhaupt unverantwortlich. Was meinst du, was da alles passieren kann? Zum Beispiel. Ja, was zum Beispiel? Na, was passieren kann? Ganze Straßenzüge sind da schon abgebrannt, weil Leute ihre Ölöfen ohne Aufsicht gelassen haben. Insbesondere, wenn das nachts passiert, weil dann schlafen die Leute und dann kommen sie nicht mal raus aus ihren Häusern. Ich hab ja schon immer gesagt, dass wir uns eine Zentralheizung anschaffen sollen. Ja, so ist richtig. Wir schaffen an und ich bezahle. Wieso lebst du überhaupt noch? Was? Na, ich war sicher, dass du unter irgendeinen Lastwagen gerutscht bist. Man weiß ja, wie du über die Straße rennst. Nicht nach links gucken, nicht nach rechts, immer stur rüber. Ach, dann möchte ich wirklich mal wissen, was so wichtig war, dass du das Haus verkommen lässt. Ein Mann, der arbeitet, hat doch gewisse Rechte. Auf ein gemütliches Heim zum Beispiel. Na, wir haben Stadtbombe gemacht. Und bitte was? Dein Schwiegersohn hat uns ins Café eingeladen. Montag ist doch mein freier Nachmittag. Und ich habe die Gelegenheit benutzt. Ins Café und ich kann hier verrecken, jawohl. Und die Füße runter. Weil die Damen ein Kaffeekränzchen machen. Stadtbombe mit Schlagsahntorte, ohne den Ernährer. Das nenne ich Familiensinn. Mutter hat es wirklich verdient, auch mal rauszukommen, auch mal unter Menschen zu kommen. Ja, willst du damit etwas sagen, dass ich kein Mensch bin? Jedenfalls hast du Mutter noch nie ins Café eingeladen, solange ich lebe. Ah, so hab ich mich. Und was war voriges Jahr bei den Weihnachtseinkäufen? Wo bin ich da mit dir hingegangen? Im Stehen. Eine Tasse Kaffee für 30 Pfennig. Du wolltest dich bloß unterstellen, weil es geregnet hat. Du hast doch deinen Schirm vergessen. Wie kann ich was vergessen, was ich gar nicht mehr besessen habe? Du weißt ganz genau, dass er mir in der U-Bahn geklaut worden ist. Sicher hast du ihn da nur stehen lassen. Das kann auch jedem mal passieren. Jedem schon, mir nicht. Die meisten Leute lassen ihre Regenschirme stehen, kaufen ihn und lassen ihn stehen. Manche lassen ihn noch im Laden stehen, wo sie ihn gerade gekauft haben. Das weiß ich selbst. Aber meiner ist mir geklaut worden. Nur habe ich nicht so viel Wind davon gemacht, weil ich darauf vorbereitet war. Weil du was? Ich war darauf vorbereitet, weil ich damit gerechnet habe. Schon am Abend des 19. November war mir das klar. Am 19. November? Da kann ich nur lachen. Es war genau am 2. Dezember. Für sowas habe ich ein Gedächtnis. Seit wann hast du ein Gedächtnis für irgendwas, was wichtig ist? Ich habe ja nicht gesagt, dass es wichtig ist. Das sagst du ja. Nicht wichtig? An dem Tag hat deine ganze Nation Selbstmord begangen. Und das nennst du nicht wichtig. Ich weiß das aus einem bestimmten Grund, deshalb. Was weißt du aus einem bestimmten Grund? Das war nämlich der erste verkaufsoffene Samstag vor Weihnachten, deshalb. Du spinnst doch. Erstens war das am 19. November. Kann gar nicht sein. Die fangen noch nicht 6 Wochen vor Weihnachten damit an. Aber was hat denn das mit Weihnachten zu tun? Warum glaubst du, machen die denn verkaufsoffene Samstage? Doch nicht, damit du Toilettenpapier kaufen kannst. Und außerdem wird samstags nie gewählt, immer nur sonntags. Das war immer schon so. Weil Leute noch vorher sonntags noch in die Kirche gehen können. Bei der Wahl hast du deinen Schirm noch gehabt? Nein, das war der 2. Dezember.
Else, die Wahl war am 19. November. Und der erste verkaufsoffene Samstag war am 2. Dezember. Und da hast du deinen Schirm stehen lassen. Und davon ist doch die ganze Zeit die Rede, oder etwa nicht? Oder etwa nicht. Es geht nämlich gar nicht darum, wann ich meinen Schirm stehen gelassen habe. Ich meine, wann er mir gestohlen worden ist, sondern darum, wie es kommt, dass einem heutzutage Schirme und neuerdings überhaupt alles immer geklaut wird. Was hat das mit dem 19. November zu tun? Weil genau an dem Tag dieser Mann mit dem Künstlernamen Willy Brandt wieder zum Bundeskanzler gewählt worden ist. Diesmal endgültig. Du meinst, der hätte dir deinen Schirm gestohlen? Warum soll der ausgerechnet hier seine Weihnachtseinkäufe machen? Die macht doch seine Frau, diese Dänin. Die ist Norwegerin, du blöde Gans. Nicht direkt, aber indirekt nämlich. Und das habe ich schon an dem Abend gewusst, als die Roten vor lauter Siegestrommel nicht mehr wussten, wohin. Das war doch ein Freibrief für alle Diebe, Räuber und Einbrecher. Da haben sich die Ganoven gesagt, jetzt hat unsere Stunde geschlagen, jetzt sind wir dran. Ganoven aller Länder, vereinigt euch. Aber ich habe unseren Polizisten, Herrn Stegowald, neulich noch gesehen und der passt auch weiter auf. Aber was kann denn so ein armer Polizist machen, wenn eine Regierung am Ruder ist, die unter der Devise an die Macht tritt, Eigentum ist Diebstahl? Das heißt doch nichts weiter als, nimm, was du kriegst, was dein ist, auch mein. Diese Sozis, die haben ja nicht mein eigenes Taschentuch. Die sitzen neben dir in der U-Bahn und lesen in deiner Zeitung mit, bloß weil sie selbst keine leisten wollen. Da steht alles schon im Godesberger Programm. Und zwar unter dem Punkt Regenschirme. Ja, und es fängt mit deinem Regenschirm an und hört damit auf, dass sie dir Haus und Hof enteignen. Na, der Bruchbude hier werden sich wohl nicht die Finger schmutzig machen. Kann höchstens sein, dass sie dir deine Villa im Tessin wegnehmen. Keine Lust mehr, dir politischen Nachhilfeunterricht zu erteilen. Nimm die Füße runter. Jedenfalls hast du mich noch nie ins Café eingeladen. Jedenfalls nicht ins Café Bauer. So, die Damen waren im Café Bauer. Wenn schon, denn schon. Ja, für das Geld, was einem da abknöpfen, kannst du dir im Laden einen ganzen Sack Kaffee kaufen. Die haben doch sogar ein Orchester da. Na und? Ja, meinst du es umsonst? Für das Gefiedel muss er auch noch zahlen. Michael hat bezahlt. Ja, von dem Geld, was er mir was um anzuklaut. Das war jedenfalls mal was anderes. Wenn du Kaffee mit Musik haben willst, bitte, da steht der Plattenspieler. Darum geht's doch gar nicht. Aber ein Mensch, der jeden Tag dasselbe macht und immer in derselben Umgebung lebt, der will doch mal raus und was anderes sehen. Eben, ich will auch mal was von der Welt sehen. Ja, im Café Bauer. Das ist ja nur egal. Auf alle Fälle finde ich es schön, dass dein Schwiegersohn sich Gedanken macht. Und daran denkt mir auch mal eine Freude zu machen. Sonst tut's ja in diesem Haus keine. Da kannst du mal sehen, für 2,50 Mark lässt du dich bestechen. Ich muss bis zum letzten Blutstropfen das Letzte aus mir herausholen. Währenddessen kann die gnädige Frau in Cremetorte und Luxus schwelgen. Und wenn unser Schwiegersohn, dieser Anarchist, mal eine Tasse Kaffee spendiert, dann wird da gleich ein Remi-Demi drum gemacht. Aber dass ich das in Wirklichkeit alles gestiftet habe, alles, auch die Schlagsahne, auf die Idee kommt ja niemand. Mit mir kommen sie ja mal, mich kommen die ja erfrieren lassen und auch verhungern. Das ist ja nun nicht wahr. Ich hab dir doch dein Essen in die Backröhre gestellt. Bohnen und Hammelfleisch. Hab dir doch einen Zettel hingelegt. Ich will nicht, dass du Romane schreibst. Ich will ein anständiges Abendessen vorfinden, wenn ich zerschlagen nach Hause komme. Aber das Essen war doch im Herd. Das muss doch warm gewesen sein. Im Herd, wenn du das Essen nennst, was da im Herd rumsteht. Hast du es etwa nicht gegessen? Bohnen und Hammelfleisch. Jetzt ist das natürlich verbrannt. Das kann man jetzt nicht mehr essen. Ich kann doch nicht ahnen, dass sie das Essen stundenlang im Herd lässt, ohne es anzurühren. Wieso ich? Als ich gekommen bin, war das schon genauso. Ich dachte, du probierst eine neue Zementmischung aus. Ich verstehe das überhaupt nicht. Wir sind erst nach 4 gegangen und ich habe das Essen erst in letzter Minute gemacht. Und der Herd ist auf ganz klein gestellt. Ja, von 4 bis 7:30 sind immer in 2,5 Stunden. Ist ja kein Wunder. Wieso 6:30? Ja, weil ich um 6:30 nach Hause gekommen bin, Blödegans. Woher soll ich wissen, dass du nicht wie sonst um 4:30, sondern erst um 6:30 nach Hause kommst? Ja, weil ich Überstunden machen musste. Seit wann machst du denn Überstunden? Ja, du hast wohl noch nie was von Inventur gehört. Macht ihr das so oft? Das war doch vor 3 Wochen oder 14 Tagen. Da habt ihr doch schon mal Inventur gemacht. Ja, so eine Inventur dauert seine Zeit, wenn sie richtig gemacht wird. Hat nicht in diesen Tagen dein Kollege Westermann Geburtstag? Vielleicht heute? Na, wenn schon. Was hat das mit meinen Überstunden zu tun? Nur damit man weiß, in welcher Kneipe du Überstunden machst. Ah, typisch. Angriff ist die beste Verteidigung. Clausewitz. Wer ist denn im Kaffeebauer gewesen? Du oder ich?
In jedem Fall hättest du vorher anrufen können. Ja, mir ist nicht bekannt, dass wir neuerdings ein Telefon haben. Wozu haben wir denn die Zelle vor der Tür? Hättest du auch bei Frau Surbier anrufen können. Frau Surbier hat SPD gewählt, das hast du wohl vergessen. Was hat das mit dem Telefon zu tun? Das muss man sich mal vorstellen, eine Hausbesitzerin und wählt die Sozis, fällt ihren eigenen Leuten in den Rücken, das ist doch widerlich. Muss man nach dem Ofen gucken. Außerdem habe ich erst kurz nach vier gemerkt, dass ich Überstunden machen musste. Und da wart ihr schon lange bei eurem Amüsement. Mann, hört endlich auf mit dem Gemäklich. Macht ihr irgendwas? Ich meine, wenn das Essen schon angebrannt ist, hättet ihr ja selber was machen können. Bist ja kein kleines Kind mehr. Verbitte mir diesen Ton, bin immer noch dein Vater. Ich dachte, ich hätte da gestern noch irgendwo eine Dose Kohlrouladen gesehen. Esse keine Kohlrouladen. Brauchst du auch gar nicht. Sind gar keine da. Ich esse überhaupt nichts mehr. Ich habe keinen Appetit mehr. Gib dir keine Mühe. Ich verzichte auf euer freundliches Getue. Auf zu maulen. Kann der doch noch irgendwas machen? Auf was hast du Appetit? Rühreier? Muss doch irgendwo noch eine Dose Kohlrouladen haben. Du weißt ganz genau, dass ich keine Kohlrouladen esse. Jedenfalls habe ich im Kühlschrank noch ein gebratenes Kotelett. Da mache ich dir Kartoffelsalat zu. Nanu? Ich hab das heute Morgen noch im Kühlschrank gesehen. Hast du das Kotelett schon gegessen? Was für ein Kotelett denn? Komisch. Gib dir keine Mühe, ich habe bereits gesagt, dass ich keinen Appetit mehr habe. Also hast du es doch gegessen? Was? Das Kotelett. Wann denn? Du warst so lange genug allein. Allerdings, aber wenn ich das gegessen hätte, dann hätte ich... Drehbusch sind Automaten. Peter kann da schnell rüberlaufen und dir irgendein Fertiggericht holen. Fertiggericht? Dass eine Frau in deinem Alter sowas sagen kann. Ist vielleicht was für diese vornehmen Fräuleins in den Kommunen, doch nicht für eine erwachsene Hausfrau. Nächstes Mal krieg ich noch Schappi, was? Michael noch nicht da? Ich möchte mal wissen, wie lange der bleibt. Allmählich krieg ich auch Hunger. Ist Michael euer neuer Koch? Michael ist noch in die Taverne gegangen. So, der macht wohl einen ganzen Zug durch die Gemeinde. Nein, er bringt uns was zu essen. So, was zu essen? Und von einem Stück Torte kann man ja schließlich nicht satt werden. Warum hat er mir das nicht gleich gesagt? Da lasst ihr mich so richtig auflaufen, was? Naja, ausnahmsweise bin ich auch mal mit Restaurantessen zufrieden. Was holt er denn? Pizza. Pizza? Wieso denn das? Für mich ein Brathähnchen. Pizza. Jahrhundertelang hat die Menschheit überlebt, ohne Pizza zu essen. Und jetzt wird dann das an jeder Straßenecke um die Ohren gehauen. Pizza. Und wenn das so weitergeht, dann werden ihre Kinder eines Tages überhaupt nicht mehr wissen, was eine Bockwurst ist. Bockwurst mit Kartoffelsalat. Pizza. Weiß doch kein Mensch, woraus sie besteht. Ich hab doch gesagt, ich esse keine Pizza. Ich esse Hähnchen. Ich mag keine Pizza. Da wird so ein Stück Kuhflan ausgerollt, dann kommt ein Klecks Tomatensuppe drüber und das Ganze kostet dann 5 Mark. Und schmecken tut's wie toter Friseur. Naja. Ist ja wohl modern heute. Klingt ja auch besser wie Bockwurst. Dass in meinem Haus sowas mitgemacht wird. Hast du überhaupt schon mal Pizza gegessen? Natürlich nicht. Aber willst du dann wissen, wie sie schmeckt? Das brauche ich nicht zu essen. Das sehe ich mir an, dann weiß ich, wie er schmeckt. Wenn er schmecken würde wie, sagen wir, Königsberger Klopse, würde ich das auch nicht essen. Weil wer das ist, die einheimische Wirtschaft kaputt macht. Wer macht denn die Pizzas? Du brauchst dir die Leute bloß mal anzusehen. Das sind doch alle Sizilianer. Meistens doch von der Mafia, die kommen da schwarz über die Grenze, nisten sich hier ein, bezahlen keine Kirchensteuer, bezahlen überhaupt nichts, aber nehmen alles so, was der Staat so bietet. Und dann, wenn sie ihre Millionen voll haben, dann verduften sie wieder ab nach Kalabrien. Worüber regst du dich eigentlich auf? Du kriegst doch gar keine Pizza. Na
Ich dachte, wenn du die Portion Bohnen und Hammelfleisch intus hast, dann kannst du nichts mehr essen. Michael wollte dir was mitbringen, aber Mama hat gesagt, das ist nicht nötig, nur für uns drei. Soll das heißen, er bringt für mich überhaupt nichts mit? Na ja, natürlich. Wie stellt euch das vor? Was? Das Beste ist, du rufst da eben mal an. Vielleicht ist Michael noch da und dann sagst du ihm... Ich will keine Pizza. Lass sie doch ein halbes Brathähnchen mitbringen, genau wie ich. Wieso ein halbes? Sind doch heutzutage so klein, da muss man schon zwei essen, um überhaupt zu merken, ob er was zwischen den Zähnen hat. Also wenn du noch lange wartest, ist Michael bestimmt weg. Und vergiss nicht, der Werner an der Adenauerallee. Wo? Konrad Adenauerallee. Draußen steht irgendwas dran mit Salvatore. Ich hab doch 100 Mal gesagt. Aber Peter, aber das weißt du doch. Natürlich. Na gut. Aber zum letzten Mal. Natürlich liebe ich dich. Was? Aber eben habe ich doch gesagt, ich weiß nicht zum wievielten Mal. Ja. Nein. Ja. Ehrlich. Aber das ist dann wirklich. Ich liebe dich. Ja. Nein. Andere Leute wollen auch mal telefonieren. Das ist kein Privatanschluss. Sehr scharf beobachtet, Alterchen. Jetzt schmeiß die Tür wieder von draußen zu. Momentan telefoniere ich. Werden Sie bloß nicht... Ach, irgend so ein Opa. Als ob hier nicht jeder telefonieren dürfte. Ach, der Terror. Angst vor dem Opa? Bist du schon wieder da? Wenn Sie noch einen Ton sagen, dann hole ich die Polizei, Sie dumme Pute. Nimm den Fuß da weg, Opa, ich warne dich. Wollen Sie mir drohen? Ich drohe dir nicht, ich tritt dir in die Eier, falls du noch welche hast. Nein, nach draußen. Was es manchmal für Leute gibt, benimmt sich... Oh Gott, ist gleich Schluss. Was? Nein, ich habe kein Kleingeld mehr, Peter. Ja, aber das weißt du doch. Natürlich, pass auf, gleich ist Schluss. Ich rufe nachher noch mal an, ich besorge mir nur noch ein bisschen klein... Hallo, Peter? Jetzt reißt mir aber die Geduld. Das ist eine Telefonzelle und kein Puff. Pudern kannst du nicht draußen. Würde mich aber vorerst mal waschen. Hallo und Sie woanders. Hier ist eine öffentliche Fernsprechzelle. Weiß ich selbst. Ist das die Nummer 57846? Die steht da am Apparat. Dann wenn schon. Tun Sie mir einen Gefallen. Öffentliche Telefonzellen sind nicht dazu da, dass man angerufen wird. Das weiß ich. Aber diese Zelle hat mein Bruder extra so eingerichtet. Der ist nämlich bei der Post. Und dem muss ich dringend sprechen. Genau schräg gegenüber, Hausnummer 56, da wohnt er. Beziehungsweise seine Frau, meine Schwägerin also. Ich will hier telefonieren, gehen Sie endlich aus der Leitung. Bruno Fechner. Unten die Klingel ist kaputt, aber wenn Sie klopfen, kommt sie sofort. Sagen Sie ihr, Ihr Schwager muss Sie dringend sprechen. Hör zu, Freund, mein Gespräch ist mindestens so dringend. Stellen Sie sich doch nicht so an. Ich stelle mich nicht so an, ich habe ein dringendes Telefongespräch zu führen. Na, ich auch. Kann man heutzutage niemand mehr um eine kleine Gefälligkeit bitten? Ich tue dir einen Gefallen. Das ist eine Sache von einer Minute, lieber Freund. Arschloch! Kein Abschluss unter dieser Nummer. Ich habe noch gar nicht gewählt. Sind Sie die Auskunft? Kein Abschluss unter dieser Nummer. Hallo, hallo, können Sie nicht hören? Scheiß Apparat. Endlich, ich habe schon gedacht, Sie hätten Feierabend gemacht. Bitte? Ich habe hier mindestens 10 Minuten warten müssen. Na, tut mir leid, aber es ist viel zu tun. Ich möchte eine Telefonnummer haben. Hallo, sind Sie noch da? Den Namen des Teilnehmers, bitte. Ich heiße Tetzlaff, Alfred Tetzlaff mit TZ.
Den Namen des Teilnehmers, dessen Nummer Sie wünschen. Also, das ist kein Teilnehmer, das ist so ein Ithaca-Restaurant, das heißt Taverne. Na, was ist? Die Anschrift brauche ich. Ja, Gott, es wird doch nicht 100 Restaurants geben, die alle Taverne heißen. Auf jeden Fall ist es am Bismarck-Denkmal. Ja, tut mir leid, aber ich weiß nicht, von welchem Denkmal Sie sprechen. Sie müssen schon die genaue Anschrift angeben. In unserer Stadt gibt es nur ein Bismarck-Denkmal oder wissen Sie etwa auch nicht, wer Bismarck war? Würde mich allerdings auch nicht wundern. In welcher Straße befindet sich denn dieses Denkmal? Ja, wenn ich das wüsste, würde ich Sie ja nicht anrufen. Ich kann ja nicht alle Straßennamen der Stadt auswendig kennen. Ich bin ja kein Taxichauffeur. Ja, bedauere, aber ich habe hier 4 Restaurants verzeichnet, die alle Taverne heißen. Und dann gibt es außerdem noch eine Taverne Trevi, eine Taverne Roma. Der Mann, dem sie gehört, soll Salvatore heißen. Ist das ein Vorname oder ein Familienname? Hören Sie auf, mich auszufragen. Sind Sie die Auskunft oder ich? Bitte rufen Sie wieder an, wenn Sie die genaue Anschrift haben. Hallo, hallo. Hey, hallo. Eine Unverschämtheit. Hängen die einfach ab. Ja. Da wundern die sich, dass sie so ein Defizit haben. Hast du Ärger? Ärger, ja. Das kommt natürlich davon, wenn man einen Mann aus dem Geheimdienst zum Postmeister macht. Nicht meine simple Telefonnummer, sagen die an mir. Was denn für ein Geheimdienst und was für eine Telefonnummer? Aber verleugne doch nicht deinen eigenen Genossen. War ihm Geschäft vom Bundesnachrichtendienst oder nicht? Ja, schon. Habt ihr ihn jetzt zum Postminister gemacht oder nicht? Ja, aber... Ja, ich wollte weiter nichts als die Nummer von der Taverne, aber die geben Sie mir nicht. Mache Ausflüchte. Ja, was wolltest du denn? Ich war doch gerade da. Eben. Deine vornehme Schwiegermutter, die dumme Kuh, hat es nicht für nötig gefunden, mir was zum Essen zu machen. Du hast nicht zufällig 4 Portionen gekauft? Mein Gott, nimm dir schon eine Keule von mir. Ein paar Pommes frites kannst du auch haben. Ich will kein Almosen, ich will mein eigenes Hähnchen. Das sind 10 Minuten zu Fuß. Warum gehst du nicht eben hin und isst da? Oder holst dir auch was? Die sind wirklich sehr gut, ehrlich. Salvatore macht die besten Pizzas weit und breit. Ich habe doch wohl deutlich genug gesagt, dass ich dieses Zeug nicht anrühre. Lass mich mal kosten. Hab sowas auch noch nie gegessen. Und willst du von meiner oder von Michis? Meine ist mit Pilz und Tomaten. Ich hab eine mit Salami. Das weiß ich noch nicht. Danke. Besser als ich dachte. Duftet auch schön. Möchte jemand was von meinem Hähnchen? Mhm. Danke. Hauptsache, euch schmeckt's. Das ist wirklich sehr gut. Man muss doch nicht mehr so stur sein und nur Sachen essen, die man kennt. Ist nicht der Punkt. Von mir aus kann es schmecken, wie es will. Aber man unterstützt einfach nicht die Mafia. Was hat denn die Mafia mit Pizza zu tun? Ach, tu da nicht so scheinheilig. Das wirst du schon ganz genau wissen. Aber ihr regt euch ja nur über die paar Chinesen in Vietnam auf. Aber wenn die Mafia friedliche, brave Bürger umlegt, massenhaft, dann lässt sich das kalt, dann klatscht ihr noch Beifall. Das muss ich mir mal vorstellen, ein Mann wie Helmut Schmidt, aber vorige Woche noch in Amerika und sagt den Leuten das ins Gesicht glatt. Soll der schon groß gesagt haben. Von denen sagt doch keiner was. Doch, dass er gegen den Krieg ist, laut und deutlich. Und dieser feige Mann da, der war jahrelang Chef unserer Bundeswehr, da läuft er mir ja nachhinein noch ein kalter Schauer in den Rücken. Was da alles hätte passieren können. Also gut, wenn ich fertig bin, laufe ich hin und hol dir ein Hähnchen, damit er zufrieden ist. Mach dir bloß keine Umstände. Wenn ich richtig gehört habe, hast du eben gesagt, du gehst hin und holst mein Hähnchen. Ich darf doch wohl noch zu Ende essen, oder? Ja, man muss ja nicht jeden halben Stundenlang kauen. Außerdem machen die ja wohl bald zu, oder? Wir haben bis 1 auf. Ja, warum tust du den Rest nicht in den Herd und lässt es warm stehen, bis du wieder zurück bist? Um die Zeit muss man da ein bisschen warten. Ich habe schon 20 Minuten gewartet und nach mir war eine große Schlange. Na, sind die alle, ehe deine liebe Frau aufgegessen hat. Ich bin satt.
Willst du nicht doch mal probieren? Ich meine, die Mafia hat ja jetzt schon kassiert. Und dann ist jedenfalls der erste Hund. Zum letzten Mal, ich will meine eigene Portion. Ich bin nicht dazu da, eure Reste aufzuessen. Die Brosam, das, was bei euch nicht mehr reingeht. Wenn hier einer am Tisch den Anspruch auf eine volle Portion hat, dann bin ich das ja wohl. Ich esse das gern. Oder soll ich nicht doch warm stellen? Iss nur auf, ich bin ehrlich satt. Das nächste Mal esse ich auch Pizza. Aber die mit Salami ist, glaube ich, besser. Nur Hähnchen oder auch Pommes frites? Pommes frites natürlich. Deine Mutter hat ja auch Pommes frites gehabt. Und dann wird das für mich zu teuer? Und wenn Salat gibt, auch Salat. Verdammte Scheiße, warum ist das Wasser so heiß? Was soll denn diese Schweinerei? Dann verstehst du nichts, das ist gut für die Durchblutung. Aber doch nicht in der Salatschüssel. Halt die Klappe. Wer soll denn daraus noch essen? Was, aus der Schüssel? Mahlzeit. Man isst ja auch nicht aus der Schüssel. Man isst ja auch nicht aus dem Kochtopf, sondern vom Teller wie ein zivilisierter Mensch. Aber das ist unsere Salatschüssel. Ja, das weiß ich selbst. Wer soll denn daraus noch essen? Ja, siehst du, jetzt ist es zu kalt. Das kommt nur von deinem ewigen Gequassel. Hättest doch mindestens warten können, bis ich fertig bin mit Essen. Das Telefon klingelt. Bin ja nicht taub. Vielleicht ist das für uns? Für uns? Wer soll uns ja wohl anrufen? Hol mir mein Handtuch. Hol dir doch selber eins. Ja, mit nassen Füßen? Telefon für dich, Rita. Für mich, Rita? Ich denke, du holst mir was zu essen. Die Hähnchen sind alle. Sie fragt, ob sie dir eine Pizza mitbringen soll oder was anderes. Ja, was anderes natürlich. Was gibt's denn noch? Dann frag sie selbst. Sie ruft gleich wieder an. Ja. Rita? Hier spricht Erwin Fechner. Ich muss dringend meine Schwägerin. Sie können mit Ihrer Schwägerin machen, was Sie wollen, aber nicht mit meiner Unterstützung, ja? Rita! Nun hört doch mal eine Sekunde in Ruhe zu. Nein! Würden Sie mich bitte mal telefonieren lassen? Ja, später, jetzt geht's nicht. Aber Sie telefonieren ja gar nicht. Sie stehen doch bloß drin rum. Ich stehe nicht drin rum. Jeden Moment ruft mich meine Tochter an. Und ich muss ganz schnell meinem Schwager was sagen. Ja, das hat er mir schon ein paar Mal gesagt. Aber jetzt geht's nicht. Sie müssen mit beide warten. Hat er denn schon mal angerufen? Einmal? Der Einzige, der hier den ganzen Abend telefoniert, ist Ihr dusseliger Schwager. Außerdem ist es verboten, sich in einer Zelle anrufen zu lassen. Verboten ist es überhaupt nicht, weil es normalerweise gar nicht geht. Ach, was Sie nicht wissen. Mein Mann ist ja bei der Post. Ja, das weiß ich. Und wenn der nicht wäre, könnte sich hier niemand anrufen lassen, auch Sie nicht. Und jetzt gehen Sie vom Apparat. In diese Zelle kommt niemand rein, bevor meine Tochter angerufen hat. Wenn Sie ja normal anrufen, komme ich persönlich vorbei und frisieren das Maul. Aber ich bin doch Rita. So, hören Sie mal. Sie können doch hier nicht, wenn ein Anruf für mich kommt, einfach auflegen. Der Anruf war für mich. Rita! Erwin, Rita, bist du dran? Erwin! Halten Sie ab, Bruder, ich vergesse mich. Was ja, Rita. Hier? Versuch seit einer halben Stunde, dich anzurufen. Hähnchen sind alle. Vorhin gab's noch Grillwurst und Bohnensuppe, aber die kann ich doch nicht transportieren. Ich habe Hunger, du kannst mitbringen, was du willst, nur eben keine Pizza, klar? Ja. So, jetzt können Sie, ein Benehmen ist das, Weiber. Vergessen Sie nicht, Ihrem sauberen Schwager einen schönen Gruß von mir zu bestellen. Und wenn man mir mal über den Weg laufen sollte, poliere ich ihm die Fresse.
noch barfuß? Nee. Nur, dass du dich nicht wunderst, wenn du morgen mit dem Schnupfen aufwachst. Du hättest mir ja ruhig meine Hausschuhe hinstellen können. So ein bisschen umsorgen, da würde dir schon kein Stein aus der Krone brechen. Aber nein, du musstest ja rumbummeln und Schlagsahntorte essen, während andere Leute arbeiten. Ja, so lange war er nur auch nicht draußen. Außerdem kalte Füße allein machen noch keinen Schnupfen. Auf alle Fälle wäre es besser, wenn du mir einen Grog machen würdest. Sicher, sicher, ich gehe dann früh ins Bett. Stell dich doch nicht so an. Bei dir könnte ich ja keinen größeren Gefallen tun, als wenn ich mit deiner Lungenentzündung ins Krankenhaus käme. Aber damit hört das ja nicht auf. Meistens kriegt man nach einer Lungenentzündung gleich eine Rippenfellentzündung. Und was daraus wird, das hast du ja bei Ortwin gesehen. Zack, Feierabend. Nachmittags waren seine Kinder noch bei ihm und zwei Tage später war er tot. Mit 58 schon tot. Ein Schnupfen ist ja auch keine Rippenfellentzündung. Hast du schon mal jemanden getroffen, der eine Lungenentzündung gehabt hat, ohne vorher einen Schnupfen zu haben? Noch hast du ja keinen. Nein, aber Kopfschmerzen habe ich schon. Ich merke das schon. Das fängt schon an. Wo ist denn das Buch? Was für ein Buch? Das Gesundheitsbuch natürlich. Ganz. Hast du gemeint, ich will jetzt im Kochbuch lesen? Ja, vielleicht in der Bibel. Ja, dein Humor wird dir schon vergehen, wenn du an meinem Grabe stehst. Hier. Es handelt sich nicht um eine ansteckende Infektionskrankheit, sondern, hör zu, erst eine besondere Belastung löst die Lungenentzündung aus, nämlich Erkältung, katarrhalische Infekte der Luftwege, Anstrengung, Ermüdung. Was sagst du nun? Hunger. Hunger. Da haben wir den Salat. Du, dein Stadtbummel wird dich noch teuer zu stehen kommen. Das ist doch Unsinn. Hunger. Wo steht denn das? Na hier, wenn du mir nicht glaubst. Der Luftwege. Anstrengung, Ermüdung, Hunger. Nimm doch mal den Finger weg. Reicht das nicht? Was steht denn da noch? Und Alkoholismus. Da möchte ich wirklich mal wissen, was bei dir durchschlägt. Dein angeblicher Hunger oder deine Sauferei? Was heißt angeblicher Hunger? Erstens hast du heute gut gefrühstückt, dann hast du Stollen mitgehabt, dann hast du Mittag gegessen und heute Abend mindestens ein Kotelett. Was für ein Kotelett denn? Ach, lass mich zufrieden. Von mir aus kriegt eine Lungenentzündung. Ja, die kriege ich nicht, die habe ich schon. Jedenfalls habe ich hier ganz schöne Schmerzen, genau wie es hier steht. Bin ich blass? Ja, du hast doch immer so eine teigige Haut. Ja. Fieber habe ich sicher auch. Wir können ja mal messen. Das brauchst du nicht, das spürt man ja, ob man Fieber hat. Mir wird doch plötzlich so kalt. Ihr sitzt da rum, als wenn nichts los wäre. Auf alle Fälle hätte Rita gar nicht zu Salvatore gehen müssen. Ja, warum nicht? Wenn man krank ist, hat man auch keinen Appetit. Ja, da hast du recht. Ich könnte auch keinen Bissen runterkriegen. Höchstens etwas Diät. Am besten ist, du machst mir einen Grog. So weit kommt das noch. Das war wirklich nicht schlecht bei einer Erkältung. Aber nicht, wenn da steht, Lungenentzündung kommt von Alkoholismus. Ja, in diesem Fall ist das kein Alkohol, sondern Medizin. Wenn schon. Also schaden kann das nichts. Siehst du, wenn Michael das schon sagt? Kann sein, aber wenn, dann nicht auf nüchtern Magen. Ich kann dir eine heiße Milch mit Honig machen. Das heißt, wenn ich Honig darf. Weit kommt es noch, heiße Milch mit Honig? Bin doch kein Jude, ich will einen Grog. Nicht von mir. Du verweigerst deinem Sterbenden seine Medizin? Dafür kann ich dich ins Gefängnis bringen. Weil ich dir keinen Grog mache? Das ist unterlassene Hilfeleistung, wenn du schon mal was davon gehört hast. Aber wenn ich dich schon so dumm glotzen sehe, will ich dir das einfach erklären. Angenommen, du wirst im Park überfallen und vergewaltigt und ich stehe ruhig dabei und guck zu, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Das ist natürlich nur ein Beispiel, was auf andere Frauen passen würde bei dir. Also machst du mir jetzt einen Grog oder nicht? Nach dem Essen. Besser, Rita. Ich habe schon mal gesagt, dass ich nichts essen werde, weil ich nichts essen kann, weil ich eine Lungenentzündung habe, jedenfalls die erste Stufe. Wo warst du denn die ganze Zeit? Da muss man warten, da ist voll heute. Ach, dummes Zeug, was hast du mitgebracht? Denk, du willst nichts essen. Da will ich auch nicht. Ich will nur sehen, ob meine Tochter sich an meine Anordnung gehalten hat. Was für Anordnung? Na, Hähnchen und keine Mafia-Torte. Wieso will er denn plötzlich nichts mehr essen? Hat er schon gegessen? Dein Vater fühlt sich krank. Ach. Ich fühle mich nicht, ich bin krank. Also, was hast du mitgebracht? Nichts. Überhaupt nichts? Als ich endlich an der Reihe war, gab es nur noch Pizza und Bohnensuppe. Ja, warum hast du keine Bohnensuppe mitgebracht? Du weißt ganz genau, dass ich Bohnensuppe sehr gerne esse. Bohnensuppe ist fast mein Leib- und Magengericht. Ich esse nur deshalb keine, weil deine liebe Mutter nie welche macht, weil sie zu faul ist, sowas zu kochen. Wie hätte ich die transportieren sollen? In der Tüte? Dann werd ich auch noch frech.
Wo ein Wille ist, das auch ein Weg. Da leiht man sich eben einen Teller oder was weiß ich. Und damit um drei Blocks laufen, was? Mitten in der Stadt. In meinem eigenen Heim. Umgeben von meiner eigenen Familie muss ich verhungern. So was hat's noch nie gegeben. Du hast doch vor 5 Minuten selbst gesagt, dass du auf keinen Fall mehr was essen willst. Ja, du musst schon zuhören, wenn ich was sage und dich immer frech behaupten, das und das habe ich gesagt. Gott sei Dank sind Zeugen da. Ich habe gesagt, ich habe keinen Appetit. Aber selbstverständlich muss ich was essen. Im Gegenteil, gerade dann, wenn man keinen Appetit hat, wie in einem akuten Krankheitsfall, muss man Nahrung zu sich nehmen. Auch wenn man sich quälen muss. Der Körper verlangt das. Gerade ein kranker Körper verlangt das. Wenn ich gesund wäre, na schön, dann kann man das mal ein oder mehrere Tage ohne Essen aushalten. Im Krieg, da haben wir mal 3 Wochen lang überhaupt nichts gegessen. Da waren wir eingekesselt, da gab's nichts. Da haben wir die Kartoffeln mit bloßen Händen aus dem Acker gekratzt, das war alles. Aber am Anfang einer meist tödlich verlaufenden Krankheit ist das der letzte Stoß ins Grab. Man kann richtig Angst kriegen. Du redest, als ob du gleich sterben würdest. Den Gefallen werde ich euch nicht tun. Das könnte euch so passen. Ich werde euch alle überleben. Wo sind meine Strümpfe? Ich werde auch heute noch meinen Grog trinken. Na, wenn du unbedingt drauf bestehst, dann mache ich dir eben einen. Spät. Das hättest du dir früher überlegen sollen. Du hast deine Chance gehabt, du hast deine Chance vertan. Robespierre zu Danton, Januar 1792, kann auch im März gewesen sein. Ich fahre jetzt in die Stadt und gehe essen. Aber die meisten Lokale haben doch heute zu. Ja, und wenn ich ins Hilton muss oder ins Excelsior, ich will was essen. Ihr wisst ja sicherlich auch jetzt, wozu ein der Hunger treiben kann. Jetzt darf man sogar seine eigene Mutter aufessen, hat der Papst erlaubt. In Notfällen jedenfalls. Ja, aber erst als Letztes. Was soll der Papst gesagt haben? Er spricht doch von dem Flugzeugunglück mit der Fußballmannschaft. Rugby. Auf alle Fälle waren sie katholisch. Und wenn die das schon dürfen, ich will jedenfalls am Leben bleiben. Dann könnt ihr mich nicht hindern, noch bin ich soweit bei Kräften. Aber wenn du wirklich krank bist, kann ich doch in die Stadt fahren. Aber das du kannst doch jetzt nicht raus bei dem Wetter. Dieser Tag wird euch noch teuer zu stehen kommen. Ihr werdet noch sagen, wäre es nie so weit gekommen. Das werdet ihr noch bitter bereuen. Sie wollen sicher zu meinem Schwiegersohn, dann müssen Sie noch mal klingeln. Ich wollte zu Herrn Alfred Tetzlaff. Und wenn ich mich nicht sehr irre, dann sind Sie das. Ja, ich will jetzt gerade aus dem Haus. Ich habe jetzt keine Zeit. Was wollen Sie überhaupt um diese Zeit? Na, wie ich die Sache übersehe, dauert es nur ein paar Minuten. Und es ist nicht so, dass ich Sie sprechen wollte, sondern Sie mich. Sie mich? Ich will niemanden sprechen. Sie haben es meiner Schwägerin aber gesagt. Welche Schwägerin? Ich heiße Erwin Fechner. Und wir hatten das Vergnügen, heute einige Male miteinander zu telefonieren. Ja, von Vergnügen kann ja wohl keine Rede sein. Ich hatte ein lebenswichtiges Telefongespräch zu führen. Kann ja sein, aber meine Schwägerin hat mir gesagt, dass sie mich gerne mal sehen würden. Und dann wollten sie mir die Fresse polieren. Bedienen Sie sich. Ich habe jetzt keine Zeit, kommen Sie andermal wieder. Na, nun hau doch schon zu, du Pinsel. Stellen Sie sich weg, oder ich hau Ihnen wirklich ein paar in die Fresse. Sie halten das Großmaul. Was ist denn hier für ein Lärm? Nein, nein, du kannst wieder reingehen. Ihr Mann hat versprochen, mir die Fresse zu polieren. Das soll er jetzt auch tun. Sind Sie nicht der Bruder von Fechner? Allerdings. Und was wollen Sie von meinem Mann? Das weiß er selbst am besten. Heute geht es nicht. Mein Mann hat jetzt keine Zeit. Und ich muss Sie bitten, sich aus unserem Flur zu verziehen. Sie sollen abhauen, Sie Flegel. Sie sind ein ganz unverschämter, nichtsnutziger Streithammel. Dafür sind Sie bekannt. Und wenn Sie nicht sofort verschwinden, dann werde ich Ihnen Beine machen. Na schön. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir sprechen uns noch. Man muss immer wieder staunen, was es für Zeitgenossen gibt. Was wollte er denn? Dein Vater verprügeln, was denn sonst? Das heißt, er mich. Na schön, er wollte prügeln. Wenn er auch körperlich etwas überlegen gewirkt hat, hat das noch lange nichts zu bedeuten. Ich bin im Nahkampf ausgebildet und der nicht. Und wenn du dich nicht eingemischt hättest, dann läge dieser feine Herr Fechner jetzt im Krankenhaus. Oder du. Ach, dummes Zeug. Sag mal, ich dachte, du wolltest noch in die Stadt was essen. Ich kann hier immer noch tun und lassen, was ich will. Noch bestimme ich, wo ich hingehe und nicht du oder deine Frau oder deine Schwiegermutter. Und bring mir sofort den Grog ans Bett. Ich muss morgen wieder fit sein. Oder glaubst du, die AOK verschickt mich auch nach Teneriffa, bloß weil ich mal heiser bin?